Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, dass es mich am meisten freut, wenn ich in den Kommentaren was lese, was mit dem Video zu tun hat und nicht nur über dieses Intro geht. Deswegen Dankeschön und check mein Merch aus. Viel Spaß mit dem Video. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Supentalk, der Serie, die keine richtigen Seriennamen hat. Ich spiele heute das Kit Archer. Das ist relativ simpel zu erklären, denn ich habe einfach einen Bogen und kriege pro getroffenen Pfeil halt einen Pfeil zurück. Ich muss in Richtung Westen. Und ihr seht schon im Titel, heute geht's mal wieder um ein, denke ich mal, ziemlich interessantes Thema, gerade für euch. Ich denke mal, das ist genauso wie Schule und deren zusammenhängende Motivation halt für euch halt ziemlich passend. Also es geht heute um Alkohol und Drogen. Ich komme mir langsam so vor wie so ein Vertrauenslehrer, der mit euch irgendwie alles so durchspricht und so. Aber wie gesagt, das soll es auch so sein in der Serie. Ich finde es jetzt auch nicht unbedingt merkwürdig oder so. Ich will auch jetzt hier nicht Mr. Moralapostel sein oder euch irgendwelche Sachen vorwerfen oder irgendwie euch korrigieren oder irgendwie euch vorschreiben, wie ihr was zu machen habt. Das müsst ihr euch merken. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Aber ich kann euch einfach aus meiner jetzigen Situation mal erzählen, wie das bei mir sozusagen auch ist. Ihr wisst ja, das habe ich schon im letzten Video gesagt, also sprich im letzten Supentalk. Ich bin 19 Jahre alt und ich kann euch sagen, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe noch nie in meinem Leben Nikotin konsumiert, sprich ich habe noch nie geraucht oder irgendwelche Drogen zu mir genommen. Das ist aber eine Sache, das müsst ihr euch merken, das mache ich nur für mich. Das mache ich nicht, um euch irgendwie das vorzuhalten oder anderen Leuten halt irgendwie ein schlechtes Gewissen einzureden, sondern die erste Sache, die mir dabei am wichtigsten ist, ist das, dass ich das nur für mich mache und für niemand anderen. Das heißt, ich habe für mich den Entschluss getroffen auf solche Sachen, auf solche Konsumgüter, wobei es halt nicht wirklich Konsumgüter sind, finde ich, halt zu verzichten. Es sind ja, was sind das? Genuss, Rauschmittel, sag ich mal. Ne, Rauschmittel ist aber der richtige Begriff. Ich tue das halt nur für mich. Und das sollte, wenn ihr, sag ich mal, auch so eine Entscheidung trefft, dann sollte das auch eigentlich nur auch für euch natürlich, weil ihr seid davon direkt betroffen. Weil ich möchte die volle Kontrolle über meinen Körper haben. Das heißt, ich konsumiere auch Koffein. Das stimmt, das ist eigentlich unpassend dafür. Ich glaube, das ist so ähnlich wie im Islam, wie es auch im Koran steht, dass man bewusstseinsverändernde Mittel nicht zu sich nimmt. Finde ich an sich eine ganz gute Sache und ich kann euch sagen, ich bin damit im Leben schon auf jeden Fall zurechtgekommen und man muss es nicht haben. Man kommt auch ohne gut zurecht. Das soll überhaupt nicht heißen, so, ja, die Leute, die halt jetzt irgendwie Alkohol oder so trinken, sind für mich irgendwie schlechtere Menschen oder so. Überhaupt nicht. Jeder soll machen, wie er es möchte. Ich akzeptiere jeden, wie er das macht und habe absolute Toleranz vor den Leuten. Aber es gibt einfach manche Sachen, worauf man einfach verzichten kann. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, der Konsum von Nikotin. Das heißt, Rauchen ist für mich eine Sache, die einfach absolut nicht sein muss, weil ich habe noch nie in meinem Leben einen Raucher getroffen, der zu dir gesagt hat, oh, fang mal an zu rauchen, Rauchen ist übelst nice. So, jeder wird euch sagen, Rauchen ist einfach eine unnötige Sache, die man nicht braucht, auf die man verzichten kann, die einfach teuer ist und für meine Verhältnisse finde ich einfach auch eklig. Das Archer-Kit ist so OP. Also, ja gut. Ihr seht auch, ich habe jetzt noch ein paar mehr Pfeile dazu gekriegt. Aber ich sage euch so, ich habe es auch halt nie probiert oder so. Ich habe nie in meinem Leben halt irgendwie gesagt, so, oh, ich habe richtig Bock, so mal zu probieren, wie das schmeckt oder wie das so ist, zu rauchen. So, nee, braucht man nicht, weil oh mein Gott, ist das OP. Weil man kann drauf verzichten. Ich gehe jetzt einfach ins 101 mit dem. So, schön. Weil ich einfach gesagt habe, ich brauche es nicht. Ich möchte auch gar nicht erst in die Versuchung kommen, es irgendwie zu kosten. Weil, wie gesagt, für mich ist es unnötig. Viele rauchen ja zum Beispiel, um einfach irgendwie Stress abzubauen. Aber ich finde, wenn man irgendwie versucht, dem Stress aus dem Weg zu gehen, dann ist es der falsche Ansatz, um irgendwie einen Konflikt zu lösen, der dir halt anscheinend wichtig ist. Wenn du versuchst, Probleme zu lösen, indem du halt irgendwie versuchst, dich zu beruhigen mit irgendwelchen anderen Sachen, dann gehst du halt dem Problem mehr oder weniger einfach nur aus dem Weg. Du musst ja das Problem irgendwie auch angreifen, du musst es ja konfrontieren, du musst es ja versuchen zu lösen. Und wenn du irgendwie dagegen, keine Ahnung, wenn du dir eine ansteckst oder so, du gehst dem Problem ja nicht aus dem Weg, weißt du? So, mal wieder gewohnte Situation, in den Fights mal wieder das Schnäuzchen halten. Ziemlich wichtige Sache ist halt auch an der Stelle auch anzusprechen, finde ich, ist Gruppenzwang. Wenn ihr halt wirklich für euch entscheidet, dass ihr darauf verzichten wollt, dann lasst ihr euch auch nicht irgendwie durch Freunde oder so dazu bewirken.
Weil daran erkennt ihr auch, wer wirklich richtige Freunde sind. Das heißt, richtige Freunde würden halt auch akzeptieren, dass ihr darauf verzichten wollt. Und die sagen so, ja, okay, das finde ich ja nicht ganz cool. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. So, wisst ihr, wie ich meine? Man kommt oft in diese Situation, so ging es halt jedenfalls mir, wo du halt komisch dastehst, wenn du es halt verzichten, wenn du darauf verzichten müsstest. Aber es ist auf jeden Fall machbar. So, er hat wenig Suppen, der gute Super Totti. Die alten Stream-Matzen kennen ihn auch auf jeden Fall. Ich kenne ihn auch sehr gut. Ist dafür bekannt, des Öfteren mich mal zu stompen oder auf jeden Fall auf einem riesigen Tower irgendwelche Aktionen zu machen. Dankeschön übrigens dafür, mein Lieber. Das ist eigentlich ein Punch 1, ne? Mit Punch 1 kann man sich nicht... Okay, doch schon ein bisschen. So, GG, Digi. Auf jeden Fall, Leute, ich kann euch einfach nur den Erfahrungswert geben. Man braucht es nicht. Ich finde es aber nicht schlimm. Wie gesagt, Alkohol ist so eine Sache. Alkohol ist halt, wenn man es in Maßen hält, auch vollkommen okay. So hin und her. Aber ich möchte es halt einfach absolut nicht. Bei mir ist es halt einfach 0,0. Passt auf jeden Fall auf. Es sind gefährliche Sachen, so mehr oder weniger. Ich will euch jetzt nicht irgendwie belehren oder irgendwie einen auf ultra reif und weise machen und hin und her. Aber einfach mal drüber nachdenken. Also, ich glaube, Rauchen ist so eine Sache, ist auch einfach nur eklig. Egal, also hauptsächlich wird eigentlich Rauchen, finde ich, als eklig angesehen. Für mich ist es eine eklige Sache. Ich hasse den Geruch. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute in meiner Nähe rauchen. Und es ist halt einfach auch nur ungesund und vor allem auch noch teuer. Deswegen, jeder Raucher wird euch sagen, fangt bloß nicht an mit dem Rauchen. Deswegen kann ich euch auch nur sagen, probiert die Scheiße erst gar nicht, denn es ist einfach nur Kacke. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf dieses Thema im Gegensatz zur Schule und Motivation jetzt nicht so wirklich krass viel vorbereitet. Ich habe einfach so ein bisschen jetzt aus dem Bauch draus geredet. Und ich weiß nicht, wie die Kommentare dazu sein werden. Ich spiele übrigens gerade mit dem Zickzackpack V7, wer es nicht gesehen hat. Das war das letzte Video, das ich hochgeladen habe. Das könnt ihr euch gerne downloaden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die vielen Rezensionen, für die ganzen Kritiken auf jeden Fall. Aber, na gut, es ist wieder ein anderes Thema, sage ich mal. Ich bräuchte eigentlich noch ein paar braune Pilze, die müsste ich echt mal mitnehmen. Das ist so Hardcore-OP, aber als ob der das nicht gerafft hat zu tanken. Ihr könnt mir gerne wieder auch Themenvorschläge für andere Themen sagen. Ich weiß, ich habe das Thema irgendwie gar nicht so richtig krass behandelt. Also ich wollte auf jeden Fall auch dieses Ding mit Gruppenzwang halt einfach euch so sagen. Weil keiner zwingt euch zu irgendeiner Sache. Und wenn ihr halt wirklich der Meinung seid oder halt sagt so, ich will das wirklich nicht, dann bleibt stark so. Dann müsst ihr einfach, das ist auch so eine Art von Selbstdisziplin. Das habe ich auch schon im letzten Thema angesprochen. Motivation oder sich für die Schule zu begeistern, zu motivieren, dass man jetzt lernt, hat was mit Disziplin zu tun. Selbstdisziplin, so innere Stärke. Das sage ich des Öfteren so. Die Leute aus dem Stream kennen es. Einfach sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren, zu fokussieren. Und das ist genau so eine Sache, wenn du dir wirklich sagst, ich möchte das nicht, ich möchte darauf verzichten, ich möchte einfach nie anfangen zu rauchen, dann sag es einfach, bleib dabei. Wenn irgendwelche Freunde von dir das irgendwie anfangen oder irgendwie mal ausprobieren oder so und du irgendwie in diese Situation gerätst, es ist nicht uncool, wenn du sagst, nee, ich habe darauf keinen Bock. Das ist halt einfach... So, deine Freunde werden vielleicht auch innerlich so sagen, okay, er traut sich das so zu sagen. Aber ich habe es mir eigentlich jetzt nicht so getraut und habe es eigentlich gemacht, obwohl ich es gar nicht wollte. Ich denke mal, irgendwie mit meiner Reichweite finde ich es einfach ganz praktisch, sage ich mal, mehr oder weniger so einen guten Wert zu vermitteln. Und vielleicht habe ich auch ein paar Raucher unter euch. Leute, versucht es einfach. Versucht euch eine andere Sache zu suchen. Die Scheiße wirklich, es ist einfach Kacke. Ich habe Leute in meiner Familie gehabt, die sind an Lungenkrebs gestorben. Und ich kann euch sagen, das ist eine Scheiße. So bescheuert, wie es klingt, aber... Ja, es ist nicht notwendig. Es gibt andere Sachen. Kaut Kaugummi oder so. Ich kau wirklich viel Kaugummi, was ich mir abgewöhnen muss. Aber es ist halt eine Sache, die mich jetzt nicht wirklich für mein Leben halt schädigt. Gut, Kaugummi kostet auch ein bisschen was, aber ist jetzt... Ja, okay, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach drauf. Es ist der letzte Spieler und ob der jetzt nun für Iron ist oder nicht. Die Runde war trotzdem ganz solide. Ich habe das mehr oder weniger so getroffen, wie ich sagen wollte. Und ja, wenn nicht, kann ich ihn einfach in der Cave Bow spammen. Gut, jetzt ist aber auch fies. Was mache ich jetzt? Ach, bitte sei jetzt nicht für Iron. Aber ich bin auch Half Iron, das ist noch okay, aber bitte keine Trap, bitte kein für Iron. Bitte sei jetzt noch gerade am Smelten. Lass mich jetzt einfach die Runde. Never dig down straight in Minecraft.
schwöre, das waren aber auch genau 25 Blöcke, ne? Genau so viele Blöcke, dass du am Fallschirm stirbst. Es ist ja auch egal. Es ist halt verdammt ärgerlich. Es ist wirklich verflucht bei mir. Hoffen wir, dass wir bei der nächsten Runde Super Talk vielleicht eventuell mal die Runde gewinnen. Also ganz ehrlich, das war eigentlich safe. Mann, ist das behindert. Also, ich entschuldige mich für die Bow-Spams am Anfang der Runde. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Lasst mir gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema in den Kommentaren ab. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend beim Livestream ab 21 Uhr. Checkt mein Merch aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Livestream, whatever. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.